Leute, ich habe irgendwie durch Zufall gerade gesehen, dass wir hier unsere Fähigkeiten haben. Ist mir in der letzten Folge gar nicht bewusst geworden. Seht mal, wenn wir hier leveln, 2 bis 5, wir kriegen pro Level immer was dazu. Und ich habe ja in der letzten Folge gesagt, hey, wenn wir sprinten, können wir doch irgendwie diese Dicken dann noch kaputt bekommen. Nein, schau mal. Level 15, schwerer Niederschlag. Drücke F, um einen Flammen- oder MG-Schützen zu erledigen. Mit Level 16 kriegen wir ein neues Gesundheitsfeld und mit 17 können wir uns 4 Felder heilen ohne Medipack. Ja, Visiernachladung. Also das sind quasi diese ganzen Sachen, die wir mit der Zeit bekommen, die wir in einem normalen Gameplay rum immer bekommen. Also in den Zeiten. Und was jetzt auch noch interessant ist, wir sind in einem Far Cry Game und wir haben eine Mission mittels Flammenwerfer. Das bedeutet, es kann zu einer, es kommt zu irgendeiner Sequenz mit irgendwelchen Musikeinlagen, keine Ahnung. Jetzt gibt's was auf die Eier. Achtung! Die an der Wand montierten Flammenwerfer dürfen nur in Notsituationen von autorisiertem Personal verwendet werden. Sollten Sie nicht sicher sein, ob es ein Notfall ist, dann ist es keine Attacke. Zu Affentod. Wer nicht hören will. Habe ich ihn erwischt? Okay, wir warten einfach mal und nehmen den per Takedown runter. So, und neue Fähigkeit, ein weiteres Gesundheitsfeld, meine Freunde. Bestellt. Ich bin einzigartig. Na, dann sprich, ich kann den noch nicht nachladen. Wow! Excuse me! Was aus euch wird, wenn ihr groß seid? Omelette! Oh, geiler Spruch. Sind das etwa Aliens? Oh Gott. Islands, der war witzig. Das war ein witziger Spruch, muss ich zugeben. Ein Spiegelei, kommt sofort. So, wohin jetzt? Aufzug erreichen und entkommen. Alarm.
sämtliche Eigenwege zerstört. Feuerunterdrückungssysteme haben Feuer gefangen. Evakuierung. Okay, wir hätten auch anscheinend hier über die Außenseiten laufen können. 30 Minuten. 3, 2, 1. Geh hoch, verdammt. Endlich wieder Action. Kommen die Dinge? Nee, aber das wäre noch cooler, wenn die auch noch bekommen wären. Warum ist der Aufzug so langsam? Wozu soll das gut sein? Dramatische Spannung. Alarm. Blutdrache nähert sich. Eine der Mütter. Sie ist verärgert wegen der Sache mit dem Flammenwerfer. Ihnen bleibt keine Zeit, den minimalen Sicherheitsabstand zu erreichen. Kommt dir das nicht bekannt vor? Ja, wir können den Kampf nicht gewinnen. Wir sind schlau, telefonieren blau. Hui, hui, hui. Der Unterarm trifft Kraft trainieren. Unkomplizierte, geile Action. So mag ich's. Hin und wieder eine kleine Explosion, auch eine gute Sache. Es ist halt nur ein bisschen viel. Also es ist halt sehr, sehr, sehr bunt, viel los. Aber genau das ist halt, was dieses Spiel halt so besonders macht und weswegen das Spiel halt auch, glaube ich, so gut ankam. Bei Fans, Kritikern, ja, bei jedem. Ja, wie gesagt, dieser 80er-Jahre-Look. Ich sehe schon da oben. Das Gegner oder ist das ein... Ach, diese Hula. Diese Hula-Frau, wie geil. Ich glaube, das ist ein Easter Egg auf Far Cry 3. Weil da hatten die dafür, oder? Dass da in den Autos immer diese Hula-Tänzerin war. Ich krieg auch hier anscheinend irgendwie die ganze Zeit Energie und die ganze Zeit, Erfahrungspunkte, obwohl ich niemanden töte. Aber wieder 80er Jahre Action-Sequenz. Sayonara Sushi! Yeehaw! Ich habe alles durch mein Fernrohr beobachtet. Geil. Das war unglaublich. Nein, Doc. Bilder von weinenden Clowns und Hunden, die Poker spielen. Das ist unglaublich. Aber das? Nur ein Job. Yeah. Mich red nicht mit Psychos. Ich töte sie. Oh, warte mal. Erreiche die Garnison. Welche Garnison? So viele haben wir ja nicht mehr. Ja, hier die Garnison. Wir werden uns aber diese Garnison nochmal vornehmen. A, gibt es nämlich auch gute Punkte. Und B, leveln wir dadurch auch. Und einmal noch. Das ist mitunter einer meiner Favorites. Neue Fähigkeit, Reparaturexperte. Auch gut.
So, wir kriegen Rabatt. Und wir kaufen uns 1, 2, 3. Gibt's 4? Nein, okay. Müssen wir höchstwahrscheinlich dann über Upgrades kaufen. Aber bis dato haben wir noch ein bisschen Zeit. Wieder ein Drache. Folgt er uns? Nein. Wie gesagt, ich guck mal, vielleicht mache ich offline noch die ganzen Missionen. Zeige jetzt an. Vor dem Vorrücken alle Gegner eliminieren. Bin dran. Ist hier irgendwas? Garnisons-Megaschilde deaktiviert. Garnisons-Megaschilde deaktiviert. Warten wir einmal hier. Oh, hello. Da ist er doch hier. Ja, ja, ach so, versteck dich ruhig. Das hätte dich auch nicht. Wenn man das. Ich wollte sagen, Junge, ich habe hier gerade 2 von euch umgebracht. Ihr müsst doch mal irgendwann hier checken, dass das hier nicht sicher ist. Cool. Das ist eine coole Garnison, die hat Spaß gemacht. Muss ich mal sagen, war mal was anderes. Ui. Stimmt, da war eventuell noch etwas. Ja, können die sich drum kümmern, die da unten sind. So, eine Garnison machen wir noch. Die machen wir auch hier im Schnelldurchlauf. Vielleicht kriegen wir dann irgendwie noch einen extra Sonder-XP-Boost.
haben wir hier? Kriegen wir einen Fallschaden? Nein. Wir sind Cyborg. Wir sind ein Mark 4. Kommando. Ich muss übrigens sagen, durch dieses Sprunggeräusch habe ich immer die Angst, dass ich dann entdeckt werde, weil das ist auch immer das Geräusch, bevor du entdeckt wirst. Immer dieses Bing Bing. Und geheilt. So. So, einer ist hier auf der Höhe. Auf der Ebene. Leute, letzte Garnison. Das ist ein Schlachtfeld da unten. Und wir haben damit alle unsere Garnisonen erfolgreich befreit. Befreite Garnison 13 von 13. Das ist ein verfügbarer Abenteuer, oder? Kommt noch was? Nee? Schade. Okay. Gut, Freunde, dann soll es das aber gewesen sein. Nochmal fürs Bild. Wir haben alle Garnisonen befreit. 13 Stück waren es an der Zahl. Relativ easy, ging auch recht simpel. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder von Far Cry 3 Blood Dragon. Bis dahin, bleibt gesund. Ciao, euer Fury.